Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich das Make-up für dieses wunderschöne Shooting hier gemacht habe. Das nächste Video wird dann das Video sein, was ihr gewotet habt, und zwar was in meinem Make-up-Kit ist. Alle Produkte, die ich verwendet habe, findet ihr auch nochmal in der Infobox aufgelistet. Genauso auch wie die Facebook-Seite der Fotografin und des Models. Schaut bei den beiden auf jeden Fall mal vorbei, das lohnt sich wirklich. Da Rominas Haut sehr dehydriert war und ich wusste, dass wir im kalten, windigen shooten, habe ich erstmal ordentlich Moisturizer aufgetragen. Ich finde es immer schöner, wenn die Haut nicht zu trocken aussieht und nicht zu matt. Deswegen habe ich eine ganze Menge aufgetragen, weil wenn es zu viel ist, kann man es später immer nochmal abblotten. Wenn es zu wenig ist, ist es dann immer nochmal schwieriger. Um den Glanz noch mehr zu forcieren, habe ich einen leuchtenden Primer aufgetragen. Der hatte auch schon eine etwas gelbliche Färbung drin, was nochmal ein bisschen gegen die Rötung gerade in der Gesichtsmitte hilft. Und natürlich waren meine Hände gewaschen und desinfiziert. Mit der Ultra HD Stick Foundation von Make-up Forever bin ich erstmal über das gesamte Gesicht gegangen und habe es leicht eingebufft. Später bin ich nochmal mit der etwas helleren, der 117, über das Gesichtszentrum, also die Gesichtsmitte gegangen und habe da nochmal ein bisschen aufgehellt. Und diese Foundation ist wirklich großartig. Ich finde sie total klasse. Gerade für trockene Haut ist sie sehr schön strahlend. Wenn man allerdings trockene Hautschüppchen hat, sollte man da ein bisschen aufpassen, da legt sie sich rein. Ein bisschen Foundation Fixier Spray von Urban Decay und Mary Kay Eye Primer auf die Augen. Und den Lidschatten Primer habe ich sowohl auf dem Lid selbst aufgetragen, als auch unter den Augen. Mit einem Longlasting Eyeshadow Stick von Kiko habe ich erstmal am Wimpernkranz die Farbe aufgetragen und mit einem Pinsel sie immer weiter verblendet. Den Schritt habe ich wirklich mehrere Male hintereinander gemacht, das heißt immer wieder Farbe aufgetragen und nach oben hin verblendet. Das sorgt dafür, dass ihr einen super schönen Farbverlauf habt, aber auch trotzdem noch eine sehr, sehr schöne Farbintensität. Mit diesen Eyeshadow-Sticks hat man wirklich nicht viel Zeit zu arbeiten. Deswegen habe ich immer ein Auge nach dem anderen gemacht. Dafür hält euch dieses Produkt aber auch ewig lang auf den Augen. Dann habe ich an den Ecken immer noch mal mit einem etwas größeren und komplett sauberen Pinsel verwischt, damit eben gerade wirklich alles perfekt verwischt ist und bei diesem langanhaltenden Produkt nirgendwo irgendwelche Ecken und Kanten zu sehen sind. Das ist da nämlich manchmal so ein bisschen schwieriger. Danach habe ich das Gleiche natürlich unten gemacht, natürlich auch nicht so weit, aber halt gut verblendet. Um noch ein bisschen mehr Wärme reinzubekommen, habe ich dann nochmal mit einem sehr warmen braunen Lidschatten die Ecken verwischt und habe es natürlich auch nochmal unter den Augen aufgetragen. Und da habe ich jetzt auch nochmal mit einem sauberen Pinsel verwischt. Den Lidschatten Rose Gold von Mary Kay habe ich dann mittig auf dem Lid als auch unter dem Auge platziert. Schwarzer Mascara auf die oberen und auf die unteren Wimpern. Hier habe ich jetzt das überschüssige Öl mit einem Blotting Paper von ihrer Haut geholt. Das war jetzt einfach
Ich war mir jetzt sicher, dass ihre Haut gut versorgt ist und genug in die Haut eingezogen ist und alles gut ist. Und deswegen habe ich es da jetzt runtergeholt und dann einfach nochmal nachgearbeitet mit ein bisschen Puder. Aber davor habe ich nochmal einen dunkelbraunen Eyeliner gemacht. Nicht auf dem oberen Wimpernkranz, sondern wirklich nur unten an den Augen und im Innenwinkel. Dann habe ich von Kryolan die Dermacolor, heißt sie glaube ich, benutzt, um einfach Pinpoint Concealing zu machen auf jeglichen Pickeln und Unreinheiten. Ich habe diese Camouflage auch benutzt, um unter den Augen die Schatten zu korrigieren. Da habe ich sie allerdings mit Augencreme gemischt. Euch wundert, wer das im Hintergrund ist. Das ist Kira, die Fotografin. Wir waren nämlich zeitlich ein bisschen knapp. Das Licht ist immer weniger geworden. Und deswegen hat sie dann einfach bei den Vorbereitungen geholfen und hat die Haare von Romina vorbereitet und zwar mit einem Kreppeisen behandelt, bis auf die vordersten Strähnen. Mit einem etwas dunkleren Ton der Studio Fix Foundation von MAC bin ich um die Außenkanten des Gesichts sozusagen gegangen und mit einer etwas helleren Version, welche genau das sind, schreibe ich euch nochmal in die Infobox, aber mit der etwas helleren Farbe bin ich dann ins Zentrum des Gesichts gegangen. Den Concealer unter den Augen habe ich dann mit dem Translucent Powder von Mary Kay fixiert. Der Beach Babe Bronzer von Kiko darf bei mir natürlich nicht fehlen. Der kommt auf alle hohen Punkte des Gesichts und auch so ein ganz kleines bisschen auf die Wangenknochen. Nicht direkt darunter, aber auf. Und um noch mehr Wärme ins Gesicht zu bringen, habe ich jetzt das Rouge, ich glaube Coral Sunrise von Mary Kay benutzt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich habe es jetzt auf der Website nicht gefunden. Und dann mein Lieblingspuder-Highlighter, und zwar der von Mary Kay. Der hat seinen wunderschönen goldenen Unterton, deswegen passt er hier natürlich auch perfekt. Auf den Lippen habe ich zwei Kiko-Produkte aufgetragen, und zwar einmal den Glossy Dream, den ich eben gezeigt hatte, in der Farbnummer 201 und einmal den Smooth Temptation von Kiko in der Farbnummer 01. Den nudefarbenen, die Farbnummer 01 habe ich außen aufgetragen und den Glossy Dream, der so ein bisschen aprikofarben ist, den habe ich dann innen aufgetragen. Bei den Haaren hat dann leider meine Kamera irgendwie zeitweilig aufgehört zu filmen. Ich habe in das Gekreppte eine Pomade aufgetragen von Vella und habe einen Fishtail Braid geflochten und den dann einfach nur über die Seiten gelegt, ein bisschen was rausgezogen an den Haaren. Und dann kam mein persönlicher Kampf des Tages, und zwar die Goldfolie. Ich habe hier hauchdünnes Blattgold benutzt und auf der Haut war das kein Problem. Ich habe damit schon öfter auf der Haut gearbeitet.
Meistens bleibt es sowieso an der Haut von selbst schon kleben, beziehungsweise auf der Foundation. Da, wo es dann nicht so gut geklebt hat und im Augenbereich, habe ich das Ganze dann nochmal mit ein bisschen Wimpernkleber festgeklebt. Also das war überhaupt kein Problem. Aber dann kamen die Haare und ich hatte das bis jetzt noch nicht auf den Haaren aufgetragen, aber ich habe das öfter mal in Videos gesehen gehabt und ich dachte mir, so wie es auf der Haut klappt, klappt es ja bestimmt auch auf den Haaren. Für die Haare habe ich dann Haarspray unten drunter aufgeklebt, habe dann das Blattgold aufgelegt, sodass es klebt. Und dann kam der blödeste Denkfehler überhaupt, den ihr niemals machen solltet. Ich habe das Haarspray oben drüber gemacht, weil ich dachte, ich fixiere damit alles. Totaler Bockmist, dürft ihr niemals machen, weil dann klebt auch die Oberfläche von dem Gold und dann bleibt das überall kleben, nur nicht auf den Haaren. Und dann hat es glücklicherweise auch in meinem Kopf Klick gemacht und hier ist meine Rettung. Und zwar ganz normales Haargel, also wirklich Haargel unten drunter, Blattgold oben drauf kleben und einfach nur mit einem Pinsel feststreichen, dann funktioniert das wunderbar. Dann hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und gleich kommen noch ein paar Vorher-Nachher-Bilder, also guckt euch das Video auf jeden Fall bis zum Schluss an. Macht's gut, ciao!